Die klassische Dressur orientiert sich an der Natur des Pferdes. Und ihr oberstes Gebot ist es, die Gesundheit des Pferdes zu schützen, aber auch sein seelisches Gleichgewicht zu erhalten. Wir beginnen mit der Trabarbeit und können jetzt sofort aussitzen, da Maestros Rücken inzwischen viel kräftiger geworden ist. Übergänge Trab, Schritt, Trab fördern die Durchlässigkeit und Konzentration und sind eine gute Übung zu Beginn der Reitstunde. Sie sollten mit so wenig Aufwand wie möglich geritten werden. Hier gelingen sie mit feinen Hilfen. Die Wiederholung von der Anspannung und Entspannung von dem Muskel ist ganz, ganz wichtig. Und das können wir beim Reiten eben umsetzen, indem dass wir das Pferd arbeiten und immer wieder Pause machen, immer wieder dehnen lassen, locker schütteln lassen und dann neu anfangen. In der Bahn ist Ramses. Er hat große Probleme mit der Symmetrie. Er kann sich links sehr schlecht biegen und ist rechts extrem hohl. Die folgenden Übungen helfen, auch solche Pferde nach und nach gerade zu richten und zu entspannen. Wir beginnen im Schritt an der langen Seite Traversalen nach links zu reiten und kehren im Schenkelweichen von links nach rechts zur Bande zurück. Dadurch ist Ramses stets links gebogen. Wir arbeiten erneut an der Pirouette. Der erste Versuch wirkt etwas angespannt und abgehackt, deshalb wiederholen wir die Übergänge. And walk. Inside leg to put the back out a little, be careful. Vera braucht ihren inneren Schenkel, weil Super sich zu sehr nach rechts drehen möchte. Als er wieder gut gebogen auf der Volte geht, fährt sie mit den Übergängen fort. Sie werden geschmeidiger und deshalb wagen wir wieder eine Pirouette. Jetzt galoppiert Super wesentlich sanfter und entspannter und wir entlassen ihn am langen Zügel im Schritt. Was wir brauchen, ist für das Pferd diese Bewegung hinten drunter vorne groß, eine große Vorhand, die erhaben wird. Was wir haben, ist ein Pferd vorne eng und tief und eine Kruppe, die hinten nach oben wippt. Und das ist die große Gefahr von den Schlaufzügeln oder der sogenannten Rollkur oder dieses gesamten sehr, sehr tiefen Einstellens. Bei diesem Pferd war das Problem bei Flamingo. Er war mit Schlaufzügeln geritten, mit dem Kopf sehr tief und eng. Und deswegen haben wir immer noch die Piaffe, die so leicht auf der Vorhand sogar ist und eben nicht genug gesetzt. Aber nach und nach, wenn wir das Pferd vorne möglichst frei lassen, ihm auch mal erlauben, ein bisschen offen zu sein, wird er die richtige Kopf-Hals-Position finden. In der Halle ist unser Korrekturpferd, Leo, ein Hannoveraner Wallach mit einem Stockmaß von 1,82 Meter. Leo rannte nur auf der Vorhand, ging immer wieder Pass und ließ die Zunge rechts aus dem Maul hängen. Der Rücken war schlecht bemuskelt und er ging lahm, obwohl es keinen tierärztlichen Befund gab. Schon nach kurzer Zeit sehen wir einen deutlichen Erfolg. Leo beginnt zufrieden auf dem Gebiss zu kauen. In dem Moment, wo ein Pferd eine kauende Maultätigkeit entwickelt, beginnt es sich zu entspannen und der Rücken wird tätig. Auch die Fußfolge bleibt ein geregelter, klarer Viertakt. Nur dieses ruhige Tempo im versammelten Schritt erlaubt diesen Erfolg. Der Schritt ist die Mutter aller Gangarten, sagte bereits Boucher, und deshalb sollte man mit der Gymnastizierung immer im Schritt beginnen. Eine wichtige Lektion, die helfen kann, Pferde wieder zu rehabilitieren, ist die Piaffe. Nur sie aktiviert Hinterhand und Rücken optimal und stärkt den gesamten Pferdekörper. Deshalb haben wir mit Leo als erstes die Piaffe erarbeitet.